Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kollegen und Kolleginnen. Ich freue mich, dass Sie zu der ersten Begleitveranstaltung zu der Ausstellung Was erzählen Fotografien? Albert Diekmanns Bilder aus dem besetzten Osteuropa 1941-42 gekommen sind, trotz des schlechten Sommerwetters. Als Einführung in den heutigen Abend würde ich gerne ganz kurz noch etwas zu der Person Albert Diekmanns sagen. Dieser engagierte Amateurfotograf machte bereits während des Ersten Weltkriegs erste Fotografien, also als Jugendlicher. Nach dem Krieg studierte er Medizin, gründete eine Familie und ließ sich in Karlsruhe als Arzt nieder. Als er im September 1939 zur Wehrmacht eingezogen wird, nimmt er seine Kamera mit. Inzwischen hat er sich für Farbfotografie interessiert und macht während seines militärischen Einsatzes viele Aufnahmen. Und dies gilt auch für die Zeit zwischen Juli 1941 und Sommer 1942, als Albert Diekmann als Stabsarzt eines Wachbataillons in den besetzten sowjetischen Gebieten eingesetzt war. Und auf diese Zeit konzentriert sich auch unsere Sonderausstellung, die Sie im Wintergarten sehen können und die vielleicht auch einige von Ihnen schon besucht haben. Und genau in dieser Zeitspanne und in genau dieser Region veränderte sich die deutsche Kriegführung und Besatzungspolitik noch einmal ganz grundlegend. Das NS-Regime war, wie wir alle wissen, verbrecherisch und für den Mord an ganz unterschiedlichen Personengruppen verantwortlich. Wurden bis Mitte 1941 etwa 200.000 Menschen ermordet, so stiegen die Zahlen nach dem Überfall auf die Sowjetunion noch einmal ganz rapide an, allein bis zum Frühjahr 1942 auf über 3 Millionen. Zwischen Juni 1941, also dem Datum des Überfalls, und Kriegsende starben mehr als 95% der Opfer von NS-Massengewalt. Und wir reden hier von einer Gesamtzahl von 12 bis 14 Millionen Menschen. An dieser massiven Ausweitung von Gewalt ab Juni 1941 war auch das Wachbataillon, in dem Albert Diekmann eingesetzt war, beteiligt. Und in den Fotografien von Albert Diekmann, die er während dieser Zeit macht, sind diese Verbrechen allerdings nur teilweise zu sehen oder indirekt abgebildet. Und das verweist uns darauf, dass wenn wir Fotografien aus dieser Zeit betrachten, wir uns nicht nur fragen sollten, was genau auf den Bildern zu sehen ist, sondern auch, was fehlt auf diesen Bildern. Um Fotografien einordnen zu können, müssen wir diesen und vielen anderen Fragen nachgehen. Und dies tun wir heute Abend beispielhaft an Fotografien, die im Zuge der Deportationen aus dem Deutschen Reich aufgenommen wurden. Und dazu möchte ich ganz herzlich Christoph Kreuzmüller begrüßen. Er wird uns heute ein Projekt vorstellen, das diese Bilder auf ganz neue Art und Weise zugänglich gemacht hat. Und ich freue mich wirklich sehr, so einen fachkundigen Kollegen für diesen Abend gewonnen zu haben. Christoph Kreuzmüller ist Historiker, Kurator, Sänger und Gitarrist. Und er hat, wie ich bei der Vorbereitung auf diesen Abend gelernt habe und was mich selbst überrascht hat, obwohl wir uns schon so lange kennen, er hat sogar schon mal in einem Film mitgespielt. Ich möchte nur einige Stichworte zu seinem Werdegang sagen. Nach einem Lehramtsstudium in Berlin und Großbritannien wechselte er an den Lehrstuhl für Zeitgeschichte der Humboldt-Universität, wo er 2004 mit einer Untersuchung zur Geschichte der deutschen Großbanken am Finanzplatz Amsterdam promovierte. 2012 schloss er ein großes Forschungsprojekt mit einer preisgekrönten Studie ab. Diese erschien unter dem Titel Ausverkauf, die Vernichtung der jüdischen Gewerbetreibenden in Berlin 1930 bis 1945. Als Kurator erarbeitete Christoph Kreuzmüller verschiedene Ausstellungen, von denen ich nur zwei nennen möchte. Die Ausstellung Verraten und Verkauft, die unter anderem in New York und Jerusalem gezeigt worden ist. Und für die neue Dauerausstellung des Jüdischen Museums in Berlin, zu deren KuratorInnen-Team Christoph Kreuzmüller zwischen 2015 und 2019 gehörte, war er verantwortlich für den Bereich Katastrophe, die Reaktionen der deutschen Juden auf den Nationalsozialismus.
Darüber hinaus hat er aber auch wichtige fotohistorische Studien vorgelegt, darunter den zusammen mit Tal Bruttmann und Stefan Hörtler 2019 herausgegebenen Band, den vielleicht auch einige von Ihnen kennen, die fotografische Inszenierung des Verbrechens, ein Album aus Auschwitz. Seit Juni 2023 ist er stellvertretender Projektleiter von Last Scene am Selma-Stern-Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg. Und dieses Projekt Last Scene wird er uns heute näher vorstellen. Im Anschluss an seinen Vortrag werden wir uns aufs Podium begeben und ich werde ihm einige Fragen stellen. Wir werden einige Aspekte vertiefen, aber wie immer werden auch Sie Gelegenheit haben, Fragen zu stellen oder Kommentare beizusteuern. Und wie es in dem Haus üblich ist, sind Sie nach Ende der Veranstaltung auch noch herzlich eingeladen, Gespräche beim kalten Getränk weiterzuführen. Lieber Christoph, ich bin sehr gespannt auf deinen Vortrag. Du hast das Wort. Liebe Babette, vielen, vielen Dank für die liebe Einführung. Das Projekt, das ich vorzustellen habe, ist ein Projekt, das auf zwei Ebenen funktioniert. Einmal sozusagen eine Zusammenführung des Materials der Fotografien der Deportationen, wie wir sie kennen. Und gleichzeitig ist es eine Annotation, ein Bildatlas, der pixelgenau funktionieren wird. Und dazu gibt es noch ein Suchspiel, das exemplarisch zeigt, wie man so eine Serie oder wie wir tiefer in eine Serie eintauchen können. Das kann ich Ihnen heute nicht alles en Detail darstellen, habe mich entschlossen, sozusagen Ihnen einmal kurz das Projekt vorzustellen, dann die Bandbreite der Fotografien vorzustellen, damit Sie sich so ein bisschen so ein Bild machen, was alles Deportationsfotos sein können. Natürlich müssen wir darüber reden, was fehlt. Und dann gehe ich in eine Serie tiefer rein und erzähle da mal so ein bisschen was zu. Und Babette hat mir sehr ans Herz gelegt, dass ich nicht länger als 45 Minuten rede. Ja, das finde ich richtig. Kommen wir zum ersten Punkt, das Projekt. Es ist ein Verbundprojekt, das unter anderem seinerzeit von Arolsen Archives mit initiiert wurde. Und da steht jetzt links immer noch Arolsen Archive und das stimmt eigentlich nicht mehr, hängt aber damit zusammen, dass ich, als ich heute Morgen ganz geflissen versucht habe, diese PowerPoint dann neu zu gestalten, ich habe das Ding da nicht rausgekriegt. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Egal, Sie gucken drüber hinweg. Das Verbundprojekt Haus der Wannsee-Konferenz, aus dem ich ursprünglich kam, hat da mitgemacht. Wolf Gruner von der University of Southern California, München hat da mitgemacht. Und neuerdings macht auch mit die Gedenkstätte Hadamar, weil wir uns neben den Bildern der Deportation der Sinti und Roma und der Jüdinnen und Juden jetzt in einem nächsten Schritt eben auch beschäftigen werden mit den Deportationen im Rahmen des Krankenmordes. Und da wir, also ich sozusagen nicht die fotografische Ahnung hatte des Sujets, mussten wir auch jemanden dazu haben, der solche Bilder anders lesen kann. Was wir gemacht haben, haben Sie inzwischen schon fast durchgelesen, nehme ich an. Wir sind natürlich ganz brav Historiker vom gedruckten Wort durchgegangen und gerade in der grauen Literatur der 70er, 80er Jahre steckten ganz viele Fotos, die allerdings teilweise Kopien von der Kopie waren. Können Sie sich dann so vorstellen, die Verfolgung der Juden in Kleinheim, ich nenne mal einen fiktiven Ort, 1977 im Selbstverlag erschienen, sind so ganz wichtige Werke eigentlich für die Menschen gewesen, von in dieser Geschichte von unten Bewegung und die haben seinerzeit nicht gedacht, dass die Fotos wirklich wichtige Quellen sind, sondern haben sie rein technisch und sehr oft illustrativ benutzt, aber eben abgedruckt oft genug. Dann haben wir alle digitale Bestände durchgeforstet, haben 1750 Archive in der Bundesrepublik angeschrieben und ein bisschen darüber hinaus sehr viele Antworten bekommen, öffentliche Suchaufrufe gestartet, die mäßig erfolgreich waren. Wir hatten so ein bisschen gehofft, ja, guckt auf eure Dachböden und dann regnen die Fotos, aber das war
war ein bisschen zu naiv, eine Ausstellung gemacht, den Lastwagen sehen Sie dort und verschiedene andere Sachen. Ja, Kinders, vorhin beim Testen hat es so gut geklappt. Und jetzt natürlich nicht. Ah ja. Insgesamt haben wir jetzt all diese Orte, aus all diesen Orten haben wir Fotos der Deportation. Wenn Sie, das müssen Sie jetzt nicht ganz genau durchgucken, aber wenn Sie mal so kurz gucken, dann sehen Sie, das sind sehr, sehr viel Mittel- und Kleinstädte. Klaus Hesse, der, auf dessen Arbeit wir viel beruhen, Klaus Hesse hat mit Philipp Springer Anfang der 90er mal so ein Band gemacht, vor aller Augen, der schreibt, dass die Deportation ganz offenbar eine kleinstädtische Sensation war. Und das finde ich überzeugend. Und natürlich ist in der Kleinstadt ein anderes Fotografieren möglich, weil die Leute einander kennen. Ich komme aus dem Dorf, aus Ostwestfalen, ich kenne das. Da spricht man miteinander ganz anders als in einer größeren Stadt, in der ich jetzt lebe. Das ist etwas Auffälliges. Und das andere, was auffällig ist, dass es gibt einen ganz deutlichen Bias, und der Bias ist die alte Bundesrepublik. Und das hängt damit zusammen, also die Orte aus der alten Bundesrepublik sind überrepräsentiert. Das ist die Geschichtsbewegung, die in 70er, 80er Jahren gesucht hat und seinerzeit noch Ansprechpartner fand. Also das merkt man ganz deutlich. Die Gebiete der ehemaligen DDR ist viel schwächer vertreten und die Gebiete, die heutzutage Polen sind, noch viel schwächer. Das ist eine sehr schöne Melodie. Was wir dann gemacht haben, einen digitalen Bildatlas, in dem alle Fotografien auf einer... Entschuldigung. Das tolerieren wir einfach? Ja. Entschuldigung. Das bringt mich so aus dem Konzept, wenn Sie reden. Und ich denke, ich bin wichtig und so, und dann fühle ich mich ganz klein und ach, dann muss ich mich wieder durchsetzen. Das kennen Sie. Okay, der digitale Bildatlas, der hinterlegt alle Fotos wirklich punktgenau auf einer Karte. Sie können also ranzoomen von ganz auf die Straße, in der es passiert ist, und hat die Fotos annotiert. Und zwar so annotiert, dass einzelne Personen, Personenbiografien, insgesamt über 250 inzwischen annotiert werden, wie auch solche Sachen wie gelber Stern, wie Zwangsaufschrift und all sowas. Der Atlas ist dann so aufgebaut, dass man die Sachen ausklicken kann auch, sodass man nicht immer diese hässlichen Punkte, die wir aber ja brauchen, um zu sagen, hier, das ist da, wegklicken kann. Und alle Fotos haben auch die Rückseite abgebildet. Dazu komme ich später noch, warum, erzähle ich Ihnen gleich noch. Und dann dazu haben wir dieses Suchspiel entwickelt, in dem man in einem virtuellen Raum, einem Dachboden des Heute, sich umschaut, Fotografien findet, die es zu analysieren gilt, und Dokumente findet. Ganz bewusst von heute ausgehend. Das ist ja immer die Frage, es gibt gerade sehr viele neue Spiele und einige Spiele setzten sich in die Seinerzeit. Und wir wollten aus der Jetztzeit ausgehen, weil ich möchte keinem Spielenden, wie alt er oder sie auch immer sei, zumuten, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Das müsste man dann ja vielleicht im Spiel, das in der Nazizeit angesiedelt ist. Du gehst dahin und sagst jemand, er wird deportiert. Oder du bist die Familie, die deportiert werden soll und musst jetzt entscheiden, was du machst. Das ist unmöglich, finde ich. Deshalb aus der Jetztzeit kommend. Das sind die Projektdinge, die wir gemacht haben zu den Deportationen. Das große Problem, das wir haben, ist natürlich ein analytisches Problem, dass die Deportation, ich habe hier eine Seite aus dem berühmten Salitter-Bericht, Bericht eines Polizisten, der ein Deportationszug in den Osten begleitet aus Düsseldorf nach Riga, der 7 Seiten schreibt und eben auch diese klassische Fünferliste macht mit dem Durchgestrichenen. Deportationen sind ja eigentlich ein riesiger bürokratischer Vorgang, dafür soll diese Liste mal stehen. Weil es werden Fahrpläne gemacht, es werden Gestellungsbefehle, es wird enteignet, all das. Und Fotografien bilden daraus ja meistens nur einen kleinen Ausschnitt ab. Nämlich sozusagen die Action, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn die Leute rausgehen aus ihren Häusern. Das ist Fotografien zu eigen. Weil den bürokratischen Vorgang abzubilden, also dass
irgendwelche SD-Männer, Gestapo-Männer, Kriminalpolizisten und ihre Gehilfinnen eine Liste machen, die zustellen, das zu fotografieren ist mit Verlaub stinkend langweilig als Sujet und Motiv. Das wird ein-, zweimal am Rande fotografiert, aber in der Regel ist es dann wirklich das Physische vom Ort wegbringen, das physische Verschleppen, das fotografiert wird. Das andere bleibt im Dunkeln der Bürokratie. Wir sehen also in dem Sinne einen Ausschnitt. Fotografien haben immer das Problem, dass die Fotografierenden, in der Mehrzahl Täterinnen oder den Täterinnen nahestehenden, eigentlich den Jüdinnen und den Sinti und Roma, das Recht am eigenen Foto wegnehmen. Und das habe ich hier mal mit dem Foto, das dem Stürmer zugeschickt wird, versucht zu illustrieren. Das ist ein Foto, das am 31.12.35 aufgenommen wird. Die Familie verlässt so eine Kleinstadt und der Fotograf oder die Fotografin schreibt dann, die Jüdin Emilie Freising weiß ganz genau, wo die herkommen, ne, bla bla bla, will sich nicht fotografieren lassen, empfindet das also als eine Zumutung, dass die Frau diese Zumutung des Fotografiertwerdens gegen ihren eigenen Willen nicht sozusagen geduldig erträgt. Das finden wir aller Orten. Dies auch etwas, was wir untersuchen natürlich. Wo wenden sich Leute ab? Wo gucken sie hin in die Kamera? Und wann ist das eine Widersetzlichkeit, vielleicht sogar ein Widerstand? Und wann ist es Zufall? Also ich habe dieses Foto genommen, weil es wirklich ganz klar ist. Ja, und ganz klare Botschaft auch sendet. Und weil es eine Frau in den Mittelpunkt stellt, eine ältere Frau. Ja, und dann haben wir natürlich das ganz große Problem des fehlenden Kontexts. Wenn ich dieses Foto ganz allein nehme, dann sehe ich einen gut gefüllten Dritte-Klasse-Waggon Nichtraucher, wo Leute fröhlich rausgucken. Das könnte eine Urlaubsfahrt sein. Also wenn ich das in einem Fotoalbum sehe mit einer, sag mal, KDF-Fahrt, würde ich sozusagen kaufen, wissenschaftlich, würde ich abnehmen. Das Foto entstammt aber aus diesem Blatt der Kriegschronik der Stadt Bielefeld. Übrigens, eins der Fotos hängt, dieser Serie hängt ja hier oben in der Ausstellung, was ich ganz spannend finde. Und da sehen Sie es unten, links sehen Sie das Foto. Ja. Also es bedarf dieses Kontextes, um dieses Foto richtig einordnen zu können. Und ich bin ganz, ganz gewiss, dass in vielen Fotosammlungen, privat oder auch in Archiven, solche Fotos rumschwimmen, aber nicht zugeordnet werden können. Weil solche Fotos, ja, das allein dieses Foto erklärt sich nicht. Wir wüssten, wenn wir nur dieses Foto hätten, eben nicht, dass es eine Deportation ist. Das geht aus dem Foto nicht hervor. Das braucht schon auch diese Unterschrift Ankunft und Abfahrt des Transportzuges, der die Juden aus nach Riga bringt. Bielefeld, 13.12.41. Was wir übrigens entdeckt haben, ist etwas ganz Spannendes, dass wir sehr viele Züge haben, die gekoppelt werden. Wir haben von diesem Deportationsereignis nicht nur aus Bielefeld, sondern auch aus Stadtlohn Fotos und aus einer anderen kleineren Stadt, die jeweils zeigen, dass Menschen dann gebracht werden mit kleineren, teilweise mit Lastwagen, nach Bielefeld, die Deportation, also dort beginnt. Dann wird eingestiegen und wir haben dann die Ankunft dieses Deportationszuges in Riga. Da sehen wir einige Jüdinnen aus Osnabrück, wie sie tatsächlich gerade auf der Straße sind, in das Ghetto nach Riga. Also da gibt es sozusagen ein Ereignis, eine Deportation, die in vier Orten überliefert ist. Das wollte ich nicht. Ja. Wenn wir nur die Vorderseiten betrachten, haben wir auch ganz viel Information, die wegfällt. Und das ist aus Brandenburg an der Havel, das Foto. Und da habe ich mal Vorderseite und Rückseite abgebildet. Ganz oben ist ganz offenbar die originale Beschriftung des Fotos, Abtransport der evakuierten Juden. Fotos sind von der Polizei gemacht worden. Und ich finde diese Abtransport der evakuierten Juden so eine Doppelung, die ich ganz spannend finde. Weil Abtransport würde ja eigentlich reichen.
Aber evakuiert hat da schon eine besondere Bedeutung. Dann am 13.04.42 nach Warschau. Das scheint mir eine andere Schrift zu sein nach Warschau. Könnte nachher zugefügt sein. Könnte die Handschrift sein, die Willi Levi, Hans Levi, Lotte Rosemann darunter schreibt. Und diese Handschrift ist von dem Menschen, der diese Fotografien 1945 rettet, ein Überlebender, die zurückkommt und diese Fotos so wichtig findet, dass sie sie in den Besitz nimmt und dann späterhin der jüdischen Gemeinde in Berlin übergibt, die sie dann irgendwann transferieren ins Stadtarchiv nach Brandenburg. Etwas, was wir ganz häufig finden, dass die Überlebenden diese Fotos retten. Das ist 40% des gesamten Bestandes. Was wirklich, wirklich viel ist. Also die und das ist ja auch wichtig für die Frage, sollen wir die zeigen oder nicht zeigen, weil ganz offenbar wollen viele Überlebende, dass diese Fotos überliefert werden. Und das ist eins der Argumente, die für das Zeigen spricht. Und dann haben Sie noch, dieser Aufkleber ist dann für eine Ausstellung, die in der DDR mal gemacht worden ist, in den 80er Jahren. Da spüren wir immer noch nach, wann die Ausstellung genau wie gemacht worden ist. Ich mache jetzt mal auf neutral. Und möchte ein bisschen über die Bandbreite der Fotografien reden. Wir haben Fotos. Komm her. 60% des Bestandes, die sind von Polizisten aufgenommen. Das ist ziemlich deutlich. Und ich habe mal die beiden Fotos nur rausgenommen, weil ich persönlich gerade eine Sammlung mache von fingerzeigenden Polizisten. Da gibt es ganz schön viele. Also weil die Polizei sich selbst natürlich inszeniert, wir haben es voll im Griff. Und die Kolleginnen dann sozusagen so mit diesem erhobenen Zeigefinger, ich weiß Bescheid, ich sage euch, bam, bam. Also ich mache jetzt einmal diesen Zeigefinger. Und davon gibt es wirklich, sei es in Ludwigshafen, sei es in Lörrach übrigens am gleichen Tag, von Polizei aufgenommenen Fotos, die eben die Polizei in ihrem Handeln dokumentiert. Meistens ist es Erkennungsdienst. Ja, weil der Erkennungsdienst, das sind ja die Leute, die zum Beispiel die berühmten Fotos machen, wenn jemand eingeliefert wird, von vorne, von der Seite, die haben die Kameras. Und die werden gebeten, dann das zu tun, die Aufnahmen zu machen. Das ist ja übrigens ganz ähnlich wie in dem Album, das ich mit Thal und Stefan analysiert habe über Auschwitz. Das ist auch der Erkennungsdienst von Auschwitz, der diese Fotos macht. Manchmal halbwegs gute Fotografen, oft halbwegs schlechte. Das sieht man hier. Das ist auch ein polizeinahes Foto, Hattingen. Und 28.04.42, das ist Dortmund in Nähe. Hattingen ist so, ne? Kleinere Städtchen. Und Sie sehen, eigentlich hat der Fotograf alles Licht der Welt an diesem Frühlingstag. Man sieht ja auch deutlich, der Baum blüht, also es ist wirklich Licht da. Eigentlich ist das ganz schön schwer, so ein Foto zu verschießen. Aber hey, der oder die schafft es. Auch das gibt es. Natürlich einfach falsche Entfernung eingestellt. Und das ist etwas, was wir heute uns alle nochmal vergegenwärtigen müssen. Natürlich gibt es keinen eingebauten Belichtungsmesser und natürlich gibt es keinen eingebauten Entfernungsmesser. Bei einfachen Kameras gerade. Und viele Fotos werden mit einfachen Kameras gemacht. Nicht mit der Leica, die ihr zeigt. Das ist so und ja, verschossen. Und davon gibt es so einige. Dann gibt es aber auch das. Das ist unter unbekannter Fotograf, er als Fotografin, der Rassenhygienischen Forschungsstelle, die in Asberg die Deportation der Sinti und Roma fotografiert. Und das eigentlich ein Stück weit wie so ein Marsch, durch so ein Aufmarsch, Abmarsch inszeniert, Farbbild auch noch. Und wenn man nicht ganz genau hinguckt, dann sieht man auch nicht, dass da ein Grüner rumläuft, also eine Bewachung rumläuft, ein Polizist rumläuft. Da hinten noch einer. Das ist echt ein Foto, das fast an einem vorbeigehen wird, aber gleichzeitig ein Farbdias 1940, das ist richtig teuer. Das ist ja auch die Besonderheit der Diekmannschen Fotos. Also das Geld für Schwarz-Weiß hatten viele, für Farbfotografien noch nicht.
Darum sind sie auch die Besonderheit. Und es ist vielleicht ganz interessant für Sie zu wissen, dass ich mit Schülerinnen diskutiert habe, welche Fotos ich für Workshops benutze. Und die Schülerinnen wirklich quasi unisono sagten, nein, keine Farbfotografien. Weil das ist nicht echt für die Zeit. Ja, ich kann es nur so wiedergeben. Ich fand es super spannend. Ich habe mich dran gehalten. Ja, so, dann haben wir das. Ganz, ganz selten. Nachtfotografie, München. Abfahrt aus einem Lager. Ganz klar täternah, ne? Also der leuchtet ja aus, der Fotograf. Und so eine Ausleuchtung in der Nacht kriegt man nur hinten mit. Also da muss man richtig was aufbauen. Und wenn man richtig was aufbaut, entweder ja, Scheinwerfer werden es gewesen sein, dann ist es klar, dass man das in Abstimmung macht mit dem bewachenden Teil des Bewachungspersonals ist und dann selbst an diesem wirklich schneeverhangenen 20.11.41 Haifis gescheite Fotos machen kann. Was Sie vielleicht sehen werden, das ist etwas, was mich total überrascht hat, ist dritte Klasse Waggons. Das haben Sie, wenn wir jetzt mal durchgucken, das sind die Waggons, die wir sehen. Und ich war, als wir angefangen haben, eigentlich davon ausgegangen, ich würde Viehwaggons sehen. Weil ich, na gut, ich habe auch zu lange auf diese Fotos des sogenannten Auschwitz-Albums geguckt und habe die natürlich rücktransportiert. Und nein, es ist gut, wenn man lernt. Und das ist etwas, was ich gelernt habe. Das sind alles so Kompartementswagen, die vor dem Ersten Weltkrieg gebaut worden sind. Und die waren noch bis in die 50er, 60er Jahre im Einsatz. Das ist alles, fast alles täternah. Dieses hier ist ein unbekannter Fotograf, der oder die so weit wegsteht, dass wir davon ausgehen können, dass das heimlich aufgenommen worden ist. Davon haben wir ganz wenige. Also von sozusagen von umstehenden Zuschauern, vielleicht sogar im Feld von Widerstand Fotografierenden. Hier der große Abstand. Und übrigens auf dem Foto sind die Menschen, die Sie vorhin gesehen haben, in Hattingen auch drauf. Weil Hattingen wird nach Dortmund deportiert, also werden gebracht und dann am 30.04. weiter nach Samosch. Aber wir können sie natürlich nicht einordnen, weil das sind 15 Männchen in diesem großen Feld. Aber die werden da drunter stehen, auf diesem Sportplatz, der übrigens nicht die Rote Erde ist, das haben wir gecheckt. Das wäre natürlich spannend gewesen für alle Fußballfans, das ist das Stadion von Borussia Dortmund heute. Einmal drücke ich zu hart. So. Dann dieses Foto, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, das ist die Serie, mit der ich mich länger beschäftigen werde, das ist Eisenach. Und das macht Theodor Harder. Theodor Harder höchstwahrscheinlich, der ist auf jeden Fall ein Fotograf, der oft von der Stadt gefragt wird, Fotografien zu machen, auch für die örtliche Zeitung, lokale Nazi-Zeitung fotografiert. Und der fotografiert hier einen Punkt, den kein Polizist so fotografiert hätte. Weil das ist der Punkt des Kontrollverlustes. Man sieht die ganze Serie, zeige ich Ihnen gleich, die Menschen gehen durch die Stadt, sind immer bewacht. Und dann gibt es hier eine Situation, wo die Jüdinnen und Juden ganz eng zusammen sind mit den Nichtjuden. Die gehen alle in den Haupteingang des Hauptbahnhofes von Eisenach. Und das ist natürlich etwas, was ein Polizist, weil diesen Moment, den hassen die ja, dass sie keine klare Bewachung mehr haben. Das hätte ein Polizist natürlich nie fotografiert. Ja, weil von rechts fotografiert. Ja, habe ich, genau, ist ganz schwer. Das ist, ja, und dann, das ist das letzte Foto, das wir haben. Unbekannter Fotograf, aber auch ganz klar Polizei wieder. Das ist Deportation der Jänischen übrigens aus Remscheid. Damit hört die Fotografie Serie auf. Wir haben ganz viel 41, diese ersten Deportationen, bis April, Juni 42 stabil und danach bricht es ab, die fotografische Überlieferung. Huch. Naja. Das haben wir auch. Wir haben zwei Fotoserien, die gemacht worden sind aus der Perspektive der Deportierten. Das eins davon ist Bremen. Auch kein Stern. Die Überlieferung macht es aber klar. Und die Jugendlichen lachen wirklich in die Kamera.
Wenn wir da, also auch das, wenn die anderen Fotos der Serie nicht dabei wären, könnten wir das nicht kontextualisieren. Würden wir denken, es ist vielleicht so ein Hascharach-Lager oder sowas. Aber nein, das ist der Deportationssammelpunkt. Aber man sieht dann ein ganz anderes Umgehen das ist eigentlich eine Fotografin, wie wir jetzt rausgefunden haben, also mit der Fotografin. Und dann haben wir sowas. Da sitze ich gerade dran, persönlich. Ist eben bei Yad Vashem überliefert. Und da steht entweder auf Ivrit hinten drauf Kulmbach oder Hollenbach. Umschrift natürlich von deutschen Städtenamen ist immer ganz schön schwierig. Und ich würde Stein und Bein drauf gehen, dass das, was Sie dort sehen, Deportationsgepäck ist. Weil ich habe jetzt so viel Deportationsgepäck gesehen. Hier sehen Sie auf dem gelben Stern. Also für mich ist es ein Deportationsfoto. Aber mit Kulmbach und Hollenbach, da stochere ich sehr im Dunkeln und komme da nicht weiter. Ich finde das Foto sehr spannend, weil es dann offenbar mit Zustimmung der Deportierten aufgenommen worden ist, so als Abschiedsfoto. Davon haben wir relativ wenig. Also insofern interessiert mich dieses Foto als. Aber ich komme da gerade überhaupt nicht weiter. Weil dann müsste man so einen Mann, der in etwa so alt ist, aus Kulmbach und Hollenbach, so. Das erzähle ich Ihnen nur, damit Sie wissen, wie wir arbeiten. Und auch, dass wir natürlich nicht immer nur glänzende Erfolge haben. Weil was man ja oft so bei Vorträgen hat, sind die immer diese, hey, das haben wir geschafft und das haben wir geschafft. Ist ja eigentlich auch immer ganz schön zu sehen, hey, das kriegen Sie gerade noch nicht hin. Das auch noch nicht. So ist ja wissenschaftliches Arbeiten. Das ist das einzige Foto, das wir kennen von der Fahrt. Es kommt auch von der Deportation der Juden aus Dortmund. Da gibt es nämlich mehrere Überlieferungen und eine ist von den Polizisten. Und die Polizisten fotografieren, einer der Polizisten fotografiert einmal aus dem Zug raus. Und dann nachher, wenn sie in Samosch ankommen, ist der Zug der Ordnungspolizei, die 15 Mann stehen dann da. Aber das haben wir ganz, ganz selten. Also wir haben Abfahrt häufig, wir haben dann diese Fahrt. Wir haben ganz wenig von der Ankunft. Und hier habe ich ein Foto, das ein Stürmerleser an den Stürmer geschickt hat, der, ich zitiere das jetzt, Judenweiber aus Deutschland arbeiten auf dem Bahnhof in Minsk. Schreibt. Also da, diese Ankunft dieser Menschen sind ganz selten zu sehen. Manchmal hat man Spuren bei der Befreiung zum Beispiel von manchen Lagern fotografieren Soldaten der Roten Armee Koffer, die aus Deutschland kommen. Sowas hat man dann noch. Aber sonst wenig Spuren. Ja, dann für all diese Fehlstellen, also wir haben kaum Fotos nach Oktober 42 bis 45 sind noch tausende Deportationen, die laufen. Wir haben sehr wenig Fotos von Sinti und Romja. Überproportional viele von Jüdinnen und Juden. Sehr viele Fotos von Polizisten. Sehr viele Fotos von Kriegschronisten, Umstehenden, die eben für die Stadt fotografieren. Wenig Fotos von Menschen, die nicht direkt betroffen sind, die eher dokumentieren wollen und ganz, ganz, ganz wenig Fotos dann der Deportierten selbst. Was auch ein bisschen klar ist, weil die haben die Filme oft genug noch in der Kamera. Wenn sie, eigentlich besteht ja ein Fotografierverbot und eigentlich ist auch das Verbot, eine Kamera zu besitzen, schon da. Aber wir wissen, dass noch weiter fotografiert wird. Aber klar, also wenn sie die Kamera mitnehmen, dann, wenn sie deportiert werden, dann kommt die an. Irgendwo und kommt dann bei der SS an. Und wir haben sehr viele Berichte von Auschwitz-Birkenau, dass dort viele Kameras ankommen und die Filme einfach ins Feuer geschmissen werden. Und was für Auschwitz-Birkenau gilt, wird für die anderen Lager auch gelten. Also da gibt es große Fehlstellen, was wir sehen. Jetzt zu einer Serie, damit höre ich dann auch gleich auf, das ist Eisenach. Die Fotos sind überliefert im Stadtarchiv Eisenach, als Teil eines Bildarchivs, das 35 angelegt wurde und bis 42 geführt wird und dann einfach abbricht. Und die Serie, um die es hier handelt, ist die Exmittierung der Juden aus Eisenach.
sind 21 Fotos. Die allerdings, weil die so oft nachgefragt worden sind, vom Stadtarchiv abgetrennt worden sind und in einen Sonderbestand überführt worden sind. Und so ist die ursprüngliche Ordnung, die also ist dann verloren gegangen. Ich habe mal die Ordnung so in etwa anhand der Orte rekonstruiert und die stelle ich Ihnen jetzt vor. Ach nee, erstmal noch die Hinterseite, ganz wichtig, das ist ein längliches Postkartenformat. Und da steht, wenn da was draufsteht, steht April 42 drauf. Was interessant ist, weil es eigentlich Mai ist. So. Fotos setzten an, die Serie setzt ein. Diese Hausecke ist die Goethestraße 48, das ist das sogenannte Judenhaus. Da müssen nach Schatten, ist es 9 Uhr, Menschen müssen sich dort versammeln, die sind wahrscheinlich viel früher einbestellt worden. Und jetzt ist genau der Punkt, wo die das Gepäck aufnehmen. Das weiß der Fotograf, der ist also wahrscheinlich genau, das gab einen Ablaufplan. Dann wird dann bestellt, nicht zu früh, weil er muss ja nicht zu lange warten. Der kommt dann, wenn das passiert. Und dort ist ein älterer Mann zu sehen. Gehe ich mal hin. Der ältere Mann, der wird nicht deportiert an diesem Tag. Das ist der Landesrabbiner, höchstwahrscheinlich. Das passt vom Alter. Wir haben nur ein Foto aus den 20er Jahren, aber die Gesichtszüge passen in etwa. Und es macht eigentlich Sinn, dass der Landesrabbiner von Thüringen, der in Eisenach wohnt, vorbeikommt an so einem Tag. Deshalb würde ich das so rekonstruieren und setzen, dass der sozusagen den Segen erteilt hat oder den Abschied als von der Gemeinde vollzogen hat und dann eben nicht mitgeht. Und das nächste Foto ist dann vor dem Haus in der Goethestraße 48, wo die Menschen das Gepäck aufnehmen. Hier sehen Sie Magda Katz, das ist die einzige Inschrift, die wir lesen können. Sie sehen, Magda Katz wird von einem Mann getragen. Aber wenn man jetzt guckt, hier und hier, genau gleich gepackt, nach Soldatenart, die haben wirklich den Affen gepackt, das sieht man sehr oft. Das sind halt die Weltkrieg I-Teilnehmer, die wissen, wie man so einen Rucksack packt. Ganz gleich, gehören also wahrscheinlich zusammen und sie hat eine Schwesternhaube auf. Es ist also anzunehmen, dass der Mann der Frau, der von der Krankenschwester Magda Katz die Tasche trägt. Dann gehen die von der Goethestraße in die Schillerstraße. Der Fotograf hat immer die Angewohnheit, zwei Fotos zu machen. Er will sicher gehen, dass er jedes Motiv irgendwie hat. Und Sie sehen wenig Begleitung. Dieser Mann taucht später nochmal auf, ist also Wache. Aber ja, wo sollen die Menschen an diesem Samstagmorgen hin? Die müssen nicht scharf bewacht werden. Da müssen keine Posten mit Karabiner stehen. Die sind gekennzeichnet. Das werden wir gleich noch deutlicher sehen. Ja, und gehen durch diese Straße in drei Kolonnen. Hier das helle ist übrigens die Phosphorbemalung, die auf vielen Kriegsfotos immer zu sehen ist und auch uns sagt, dass es Kriegsfotografie ist. Das Phosphorbemalung, die man deshalb hatte, weil ja alles verdunkelt war. Und wenn man dann irgendwo lang fuhr, sah man dann wenigstens die Umrisse der Straße. Ja, und dann sehen Sie den Postboten da hinten, der da langläuft, so. Und Sie sehen, dass recht viel Zeit vergeht, weil hier sehen Sie das Mädchen mit dem Kinderwagen, das hier schon viel weiter ist. Und der Fotograf steht da ganz ruhig und lässt die Leute an sich vorbeigehen. Vorne geht immer die Familie Spangenthal. Marianne Spangenthal ist zu erkennen an ihren großen Zöpfen. Da dreht der Fotograf sich einfach nur um. Der steht immer noch am gleichen Punkt. Hier sehen Sie schon die Bahnbrücke im Hintergrund. Sie sehen den Kirschbaum. Und Kirschblüte, also das, man muss ja immer mal gucken, also ist das, wie ist das überliefert und so. Ja, eine Kirschblüte ist Anfang Mai, das passt. Also insofern habe ich jetzt ganz viel über Vegetation auch gelernt, weil ich mich auch gerade mit der Vegetation immer wieder versichere. Wobei das natürlich nicht ganz genau ist, weil es gibt einen kalten Winter und einen langen Winter und bla bla, das wissen wir alles, aber so Pi mal Daumen kommt man näher. Und Sie sehen dann das Ende des Zuges. Ganz spannend ist, dass der Wagen Melas, Metallfabrik, Alfred Schwarz, der langfährt, der hat nichts mit der Deportation zu tun, aber Melas Werke waren die Werke, wo fast alle Juden Zwangsarbeit geleistet haben. Und dann gehen die rechts rein und da hat der Fotograf ungewöhnlich drei Fotos gemacht. Hier ist der schwarze
schwarz gekleidete Mann nochmal zu sehen. Tut mir leid, ich versuche das immer, aber das funktioniert halt nicht da und da jetzt. Hier, weißes Hutband, den sehen wir, den haben wir vorhin schon gesehen, jetzt sehen wir ihn nochmal. Das ist also jemand, der bewacht. Und die Bewacher sind in diesem Falle Kriminalpolizei. In der kleinen Stadt Eisenach, 40.000 Einwohner, gibt es keinen Gestapo-Außenposten. Das macht die Kripo dort und berichtet dann. So, Sie sehen hier die Gruppe ankommend, dann sozusagen sich hinstellend und dann losgehen. Und hier wird der Mensch eingewiesen. Dieser Mensch, das ist Herr Spangenthal. Und was ich super, super spannend finde, ist das Fenster. Zu, auf. Die sitzen eine Dreiviertelstunde rum und irgendwann fängt jemand mal an zu glotzen. Klar, würde ich auch gemacht haben, sozusagen. Ne? Da passiert was vor meiner Tür. Das ist übrigens direkt hier hinter, wo diese sozusagen, das beginnt der Bahnhofsvorplatz. Also die werden da sozusagen hingeführt und dann wird genau gewartet. Die wissen, wann der Zug genau kommt. Der kommt 11.06 Uhr. Also die wissen dann, okay, jetzt brauchen wir noch eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Das einmal zu sehen, und dann haben Sie hier etwas, was mich sehr bewegt hat oder sehr umgetrieben hat. Hier haben Sie so einen kleinen Jungen. Da sehen Sie ihn. Da sehen Sie ihn. Und wir sehen ihn dann hier nicht. Da und da. Der hat so eine komische Haube auf. Und da gab es eine lange Diskussion. Ich bin ganz klar für Indianerhaube. Es gibt Widersacher, die sagen, das ist eine Königskrone. Die haben natürlich nicht recht. Aber auf jeden Fall heißt es, 9.5.42 hat jemand Geburtstag oder sowas. Und während seines Geburtstages oder dieses besonderen Tages auf jeden Fall, schaut er sich das an diesem Samstagmorgen. Dann die nächsten. Da gehen diese Menschen hier übrigens wieder. Gehen die Menschen halt über die Straße der SA, heute Bahnhofsvorplatz. Sie haben wieder Magda Katz, die reinguckt ins Foto in diesem Falle. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass dieser Mensch reinschaut. Und dank des Adressbuchs können wir feststellen, dass es der lokale Zahnarzt ist. Der Samstag ist ja in dieser Zeit normaler Arbeitstag, einfach mal kurz die Behandlung unterbricht und rausschaut. Und sonst sehen Sie, dass das Spalier der Umstehenden, der Glotzenden, der Zuschauenden, wie Sie das nennen wollen, dichter geworden ist. Man kommt A, näher an den Bahnhof ran, und B, ist es jetzt auch viel klarer, was passieren wird. Und dann gibt es dieses Foto, was dann von der anderen Seite aufgenommen worden ist. Nochmal zu Ihrer Frage. Ich gehe nochmal einmal zurück, Entschuldigung. Hier sehen Sie ganz deutlich die gelbe Sterne. Und dann, da der Fotograf da durchgeht, von der falschen Seite fotografiert, sind dann die Sterne nicht mehr zu sehen. Wobei wir übrigens festgestellt haben, dass bei den frühen Deportationen, so Oktober, November 41, noch nicht alle deportierten Sterne haben. Weil die Sterne, es wird dekretiert, machen wir, dann werden die ausgeliefert, aber bis die kleineren Städte auch Sterne haben und die dann ausgeteilt sind, dass auch das dauert. Und dann haben Sie diese komische Szene, wo man jetzt wirklich mal gucken kann, wer wird denn jetzt eigentlich deportiert und wer nicht. Und das ist nicht so klar. Wie gesagt, eine Szene, die ein Polizist wohl nicht fotografiert hätte. Und dann rennt der Fotograf in den Bahnhof rein und schafft es, da zu sein, als die erste Kolonne hochkommt. Das sind wieder die Spangentals. Marianne Spangenthal, an ihren Zöpfen gut zu erkennen, ihr Papa. Die kommen gerade hoch von dem Bahnsteig. Interessant ist, dass die Coca-Cola-Werbung immer noch hängt, obwohl der Cola seit 1941 nicht mehr so richtig populär verkauft wird, das Buffet aber leer ist. Aber sonst ist der Bahnsteig 3. Läuft dann rum um dieses Gitter und fotografiert die Menschen, die da hochgehen in den Waggon, fotografiert dann, wie sie sich reindrängen. Und hier ist das einzige Mal,
dass man Uniformierte sehen kann. Da haben sie jemand in der SS-Angleichuniform, der Chef der Kriminalpolizei, Theodor Meyer, und da hinten, das ist ganz einfach der Bahnhofsvorsteher. Und dort hinten, der ist einfach auch Bahnbeamter. Weil in was sie einsteigen, diese dritte Klasse Waggons, ist der reguläre 11.06 Uhr nach Weimar. Und das sind einfach nur die letzten Wagen. Der Zug hält dann nochmal an, übernimmt die Menschen, die in Erfurt auf sie warten und fährt dann in Weimar ein. Ich glaube, er hält auch noch, wir wissen es nicht genau, aber ich nehme an, er hält dann auch noch in Gotha. So. Und dann werden sozusagen die ganzen thüringischen Juden in Weimar in der Markt, in der zentralen Viehhalle vom Bahnhof durchschleust, wie es die SS nennt, also leibesdurchsucht, abgehakt, geschlagen und dann kommt der Deportationszug, der diese Menschen nach Isbisa bringt. Die allerletzten Fotos sind hier dieser Einstieg, der, weil da natürlich unheimlich viel Gepäck da rein muss, natürlich lange dauert. Und der Fotograf steigt teilweise auch, das sehen Sie bei dem Foto links, auf höhere Gegenstände, um einen besseren Blick zu kriegen. Hat also richtig viel Zeit. Und klebt dann die Fotos ein in diese Chronik der Stadt. Und in der Chronik der Stadt steht dann, in der schriftlichen Chronik der Stadt steht dann eben auch, dass der Zug um 11.06 Uhr fuhr und man nicht genau wisse, was mit den Juden im Osten passiert sei. Keiner der Menschen, die sie dort sehen, hat überlebt. Also keiner der Deportierten. Das spielt so ein bisschen an den Titel Last Scene an. Spielt ein bisschen, weil das ist tatsächlich dieses in der Öffentlichkeit herausgerissen werden. Und das letzte Mal aber auch in der Öffentlichkeit gesehen werdend. Für viele ist es wirklich das letzte Mal. Und ich finde diese Deportation in Eisenach, die habe ich jetzt auch rausgenommen für das Spiel, weil es eben nicht dieses schwer bewachte Schäferhund-Bellende ist, sondern so ein scheinbar ruhiger Vorgang. Und wo die Schülerinnen auch oft fragen, warum rennen die nicht weg? Und diese Antwort ist wichtig, die wir dann geben können. Wohin sollen die denn, bitteschön, in so einer Stadt? Die sind gekennzeichnet, die kennen sich auch alle. Eisenach hat 40.000, 50.000 Einwohner. Frau Spangenthal ist da bekannt, die hat bis 1938 die große Spazierstockfabrik da. Und das ist ja wichtig, das zu diskutieren. Und ich finde, darum sind diese Fotos der Deportationen, die ja quasi zeitgleich mit den Fotos von Dieckmann angelegt worden sind, gemacht worden sind, auch so wichtig, und weil sie so ein Einblick auch in die Alltäglichkeit, die scheinbare Alltäglichkeit des Ermordens oder des Hinführens zum Ermordens abbilden. Nicht die bürokratischen Prozesse, aber das Zuschauen von vielen. Und dass sie dann auch noch durch die Goethe- und die Schillerstraße gehen, finde ich persönlich ganz spannend. Und dass man dann auch diese Orte nochmal sich anschauen kann und Fotos von heute daneben legen kann und auch mit Schulklassen dahin gehen kann. Dafür kann der Bildatlas natürlich auch dienen, einfach für den Unterricht. Dann kann man in Stadtlohn mal gucken, wo es war. Oder in Bingen an der Rheinbrücke. Genau, das wollte ich Ihnen heute vorgestellt haben und ich bedanke mich sehr, dass Sie mir so lange zugehört haben. Ja, vielen Dank, Christoph, für diesen wirklich außerordentlich spannenden Vortrag und auch diese anschauliche Schilderung, was man eigentlich in Fotografien alles entdecken kann, beziehungsweise umgekehrt, wie viel Kontextwissen wir brauchen, um solche Bilder überhaupt entschlüsseln zu können. Also ich finde, das war sozusagen sehr schön an deinen Beispielen, ist das deutlich geworden. Ich würde gerne noch mal so ein paar grundsätzliche Fragen stellen, die diese Webseite betrifft. Und eine davon ist also sozusagen, du hast beschrieben, ihr habt diesen Bildatlas und ihr habt dieses Spiel und in diesem Bildatlas sind die von euch recherchierten Fotografien von Deportationen. Da würde ich gerne einmal wissen, wie viele Fotografien ihr insgesamt gefunden habt.
Genau, und ob du uns noch mal kurz sagen kannst, wie sich diese Fotografien erschließen lassen. Also man geht auf diese Website und kann man sie über die Orte erschließen oder genau, wie man sich eigentlich durch so eine Seite durchnavigiert. Wir haben, wie ich ja schon sagte, in etwa 60 Orte und wir haben deutlich über 500 Fotografien. Deutlich über 500 Fotografien in etwa 60 Orte. Die sind erschließbar über eine Ortssuche. Man kann also Bingen eingeben oder Eisenach. Man kann aber auch eingeben Deportation von Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma. Es gibt verschiedene andere Filter. Was wir noch nicht haben, aber bald haben werden, das verspreche ich hiermit, ist ein Leuchttisch, wo man diese Fotos dann auch sozusagen sich zusammenstellen kann. Das, wir sind, ja, was ich jetzt vorstelle, ist wirklich so eine Arbeitsbeschreibung. Wir haben auch noch nicht alle Fotos beschrieben, weil wir hatten jetzt anderthalb Jahre Zeit und wir haben zu viel gefunden sozusagen. Und oft stellen wir auch fest, dass die Recherche auch nicht so einfach ist. Und da muss man auch erstmal, also einen haben wir jetzt gerade runtergenommen, weil wir einfach einen dummen Fehler gemacht haben. Was ja auch passiert und völlig in Ordnung ist, finde ich. Also dann kam ein Lokalhistoriker, der meinte, nee. Und der hatte recht. Und das ist auch, ich finde, das ist ja, so soll ja Wissenschaft funktionieren. Und gerade das lokale Wissen ordentlich zu gebrauchen und mit den Leuten ordentlich zu reden, finde ich ganz wichtig. Weil da gibt es so viel tolles Wissen. Genau, ich bin natürlich auf diese Webseite gegangen und bin da so ein bisschen rumnavigiert in Vorbereitung dieses Abends. Und das ist tatsächlich so, man kann diese Bilder anschauen und man kann diese Bilder aber auch eben mit diesen Punkten, was ganz am Anfang du gezeigt hast, dann, wenn man auf diese Punkte draufklickt, bekommt man bestimmte einordnende Kommentare, also ein bisschen so wie Christoph das jetzt an einzelnen Bildern gemacht hat, also wer ist der Uniformierte, in welcher Straße ist es. Und was mir auch gut gefallen hat, ist, es gibt, glaube ich, auch die Ebene eines Glossars, also dass man dann bestimmte Begriffe auch nochmal nachgucken kann. Ja. Das ist richtig, ne? Ja, und jede Serie hat auch so eine Einordnung und auch natürlich die Hinweise, woher wir das Wissen haben. Also eine ordentliche, ist eigentlich im Prinzip auch eine Quellenedition. Ne? Und das finde ich ganz spannend, weil es einerseits ist es wirklich Grundlagenforschung, andererseits ist es sofort im öffentlichen Raum. Und das ist ja ganz spannend. Und auch diese Kommunikation, die es dann gibt. Dass wir was einstellen und dann guckt aber XY lokaler Forschende, guckt dann sofort drauf und sagt, ja, gut, nein. Und das genau, das führt mich zu meiner Frage, wisst ihr, wer das nutzt und wie das genutzt wird? Also das ist tatsächlich wirklich das Besondere, also das ist im Grunde so Work in Progress, würde ich jetzt mal so ein bisschen sagen, ja, also dass die Fotografien zur Verfügung stehen und man sich die eben auch multiperspektivisch diese Einordnung anschauen kann auf dieser Webseite. Das ist, glaube ich, soweit ich das weiß, das allererste Projekt, das das auf diese Art und Weise macht. Sehr hilfreich, also jetzt so aus musealer Sicht eben für Vermittlungsarbeit, zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern, aber ich denke auch sehr spannend für Erwachsene. Also habt ihr so ein bisschen eine Einschätzung, wer nutzt eure Seite? Kriegt ihr da Feedback? Ja, es ist zurzeit sehr stark der deutschsprachige Raum, das auf jeden Fall. Viele lokale Forschende. Ja, weil da kriegen wir wir haben natürlich eine Seitenzähler, wir wissen auch in etwa, wie lange die Leute da sind, aber wir fragen nicht ab, bist du 55, 32 oder ne, das wird nicht abgefragt, aber wir wissen, die bleiben relativ lange da, die Menschen, und was wir an Rückkopplung kriegen, ist sehr oft Lob, aber eben manchmal auch, und das ist gut, der Hinweis, da könnte man noch besser sein, und das ist nicht die Ecke, sondern jene oder sowas. Aber hey, und das ist doch toll, dann gibt es wirklich so ein relativ offenes Forschungsprojekt, wo viele Menschen noch ihre Gedanken einbringen können und natürlich auch Fotos finden. Wir haben jetzt gerade einen Fund, wo jemand diese Webseite angeguckt hat und dachte, Moment, ich habe da was Ähnliches. Ja. Okay, also die Brücke, dass es viel deutsche Nutzer sind, die euch ein Feedback geben, nutze ich gleich mal, um so eine ganz große Frage zu stellen. Ich würde Sie aber schon mal einladen, sich zu überlegen, ob Sie Fragen haben
Sie sozusagen, ich öffne gleich ins Publikum die Runde, dass Sie sich auch beteiligen können, und habe mir jetzt schon eine Person gemerkt. Genau, also wenn ich das richtig gesehen habe auf der Webseite, dann ist ja der territoriale Bereich, den ihr festgelegt habt, das Deutsche Reich in das sogenannte Altreich, also in den Grenzen ohne die 1939 annektierten polnischen Gebiete. Gab es darüber eine Diskussion, ob das sozusagen auch ein Problem sein kann? Also ich sage das vor dem Hintergrund, dass wenn wir also Deportation sagen, hier dann das Publikum oft sofort an die deutschen Juden, also aus dem Deutschen Reich deportierten Jüdinnen und Juden denkt, und das ist sozusagen in der Gesamtzahl der Holocaust-Opfer sind sozusagen das 3%, und sozusagen die Deportationen zum Beispiel innerhalb von Polen, also Deportationen aus den Ghettos in die Vernichtungslager, assoziieren viele Leute gar nicht mit diesem Begriff. Und es gibt so eine Ausschnitthaftigkeit in unserer Erinnerungskultur, die auch problematisch ist, weil sie einen Großteil der Opfer unsichtbar macht. Und ich wollte eigentlich fragen, ob ihr das auch, also warum ihr euch dafür entschieden habt und ob ihr das auch als Problem gesehen habt oder diskutiert habt. Ja, natürlich haben wir das gesehen, aber wir dachten also, also ganz rein pragmatisch, irgendwo muss man ja anfangen. Da haben wir einen Korpus, wo wir dachten, okay, da kommen wir, das kriegen wir mit den Kräften, die wir hatten, mit den Ressourcen, die wir hatten, das kriegen wir gestemmt. Wir erweitern jetzt in dieser zweiten Projektphase, die von der Alfred Landecker Foundation gefördert wird, auf das sogenannte Sudetengebiet und Österreich, weil es inhaltlich noch ähnlich ist, und überlegen natürlich, wie wir dann in der dritten oder vierten Phase dann auch wirklich die Deportation in Polen ordentlich fassen können. Aber ich finde es auch gut, da sozusagen erstmal einmal den Einstein wirklich zu setzen. Wir lernen auch ganz viel über das Fotografieren, und es ist für die deutsche Gesellschaft, für uns heute, sehr wichtig, ob das nun 1% oder 80% der Opfer sind. Und Prozentzahlen sind ja immer was ganz, ganz Arbitrares und Schreckliches, weil es geht ja um jedes Individuum. Und ich finde auch wirklich, das rechtfertigt, dass erstmal dieses Schauen auf, ich formuliere das jetzt mal ganz platt, auf unser Land, weil wir sind, unsere Gesellschaft kann da und sollte darüber reden. Unbedingt, wir, also wir alle. Ich spreche dann so ein bisschen aus der Perspektive der KuratorIn, die im Grunde immer die Aufgabe hat, eben über diesen Tellerrand hinweg zu gucken. Und es ist eben viel schwieriger, also es gibt verhältnismäßig viele, wie du ja auch sagst, Bilder von Deportationen aus dem deutschen Reichsgebiet, und es ist eben viel schwieriger, Bilder zu finden von Deportationen in Polen. Also das sozusagen, das, was wir kennen, ist dann viel kleiner. Und ich finde das super, dass es Überlegungen gibt, das sozusagen sukzessive so auszuweiten in der Frage. Dann reden wir auch über eine ganz andere Bildsprache, die es dann gibt. Und da müssen wir auch mal das müssen wir gut denken. Genau. Und dafür müssen wir sicherlich das, was wir jetzt gemacht haben, auch nochmal verändern. So im Sinne von, da gibt es bestimmt ein neues Feld. Oder zwei, drei, oder so. Genau. Das bereiten wir, darüber machen wir uns gerade Gedanken. Genau, unser Anliegen hier im Museum Karlshorst ist eben sozusagen immer sozusagen die Perspektiverweiterung auf die Opfer, die meist unsichtbar sind oder die in der Erinnerungspolitik eben nicht so eine große Rolle spielen. Ich würde jetzt ins Publikum geben und habe eine Wortmeldung, zwei Wortmeldungen, drei, vier, fünf. Okay. Oi. Ich würde gerne nochmal an das Ende Ihres Vortrages anknüpfen, an die Frage, die Sie in den Raum geworfen haben, was Schulklassen fragen, warum sind die nicht einfach weggelaufen, weil gerade die beiden Bilder das auch ganz gut illustrieren. Zwei Fragen, die aufeinander aufbauen. Zum einen
sagen Sie uns doch nochmal, mit welcher Erwartungshaltung die jeweils in den Zug eingestiegen sind, also in welchem Zeithorizont die jeweilige Deportation passiert ist, also hier 9. Mai 42 in Eisenach, in welchem regionalen Kontext, also mit welcher Erwartungshaltung steigen die in die Züge ein? Sie sagten ja ganz bewusst, keine Viehtransportwagen, sondern dritte Klasse, normale angehängte Personenwagen an reguläre Züge. Und zum anderen, darauf aufbauend, Sie haben ein Bild gezeigt beim Gang in den Bahnhof, wo tatsächlich gemischtes Publikum, also wahrscheinlich reguläre Zugfahrende und Deportierte in den Bahnhof gegangen sind. Ansonsten waren die Straßen, wenn ich mich jetzt an die Fotos erinnere, also speziell jetzt Eisenach, eher menschenleer. Also ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, dass da normale Leute mit Kinderwagen, Einkäufer oder was auch immer da gewesen sind. Also wurden die Straßen vorher irgendwie, ich sag's jetzt mal, beräumt, um keine Komplikationen zu bekommen bei dem Zug, also bei dem Zug zum Zug, müsste man sagen. Ich mach mal einzeln, weil das sind ja ganz detaillierte Fragen, und dann einmal das Mikro schon mal eine Reihe nach hinten geben, Sie sind dann gleich dran. Diese Erwartung, das ist ganz schwer zu beantworten, die Menschen wissen aber, dass ihnen eher was Schlimmes droht. Ich glaube, das kann man selbst für Thüringen, ich sage jetzt selbst, also in Berlin in Berlin wird im November 1941 ein ganzer Zug erschossen, ein ganzer Zug aus Berlin, und danach ist eigentlich in Berlin klar, was da läuft. Das ist der Zug nach Kovno. Und da sind 1000 Menschen, die einfach nicht antworten. Also sowas war in dieser ein bisschen jetzt nachrichtlich abgehängten jüdischen Perspektive in Eisenach nicht zu sehen, weil welche Informationen kriegen die jetzt so schnell, ne? Aber schlimm ja, richtig schlimm ja. Ich würde denken, das auf jeden Fall. Ob sie schon wissen, dass es auch Mord ist, kann sein. Kann ich aber nicht. Also wir wissen, dass eine Frau, wie so viele, lieber aus dem Leben gegangen ist, als deportiert wird. Und das spricht hier für etwas sehr Schlimmes. Und ich möchte nicht blasiert sein, aber ich benutze bewusst dieses Wort, weil das ist irgendwie fast viel. Was dieses Schlimme wirklich genau ist in diesem Ghetto. Ich glaube, dass es auch tot sein kann. Ich glaube, wissen diejenigen, die es wissen wollen, wohl. Aber es gibt natürlich immer wissen können und wissen wollen. Das wissen wir beide auch. Die leeren Straßen, es wird selten abgesperrt. Also in Eisenach ist es eher so, dass es Samstag und das ist ein Geschäftstag. Es ist 9 Uhr, 9:30 Uhr. Die Leute sind eher auf dem Marktplatz und auf dem Markt. Aber sie sehen Schüler dran vorbeigehen, sie sehen Postboten, sie sehen dieses Mädchen, das vorbeigeht. Und je näher man an den Bahnhof kommt, desto mehr Leute stehen da. Und es ist übrigens heute noch so, dass diese Goethestraße, das ist sozusagen die erste Stadterweiterung des 19. Jahrhunderts, die ist so ein bisschen so eine bessere, ein bisschen willenbehaftete Fortstraße, wo nicht so richtig viel los ist. Sozusagen die erste Straße hinter dem Stadtring. Und der Stadtring ist in Eisenach natürlich mittelalterlich hier. So. Und da ist einfach nicht so, also da brennt es nicht so. Und ist heute immer noch so, und das ist ganz spannend. Ich bin natürlich den Weg sehr oft abgegangen. Genau, bevor ich weitergebe, würde ich das auch nochmal bestärken. Also das, was wir so wissen in der Forschung aus so Analysen von Postkarten oder Briefen, die noch nach Hause geschrieben worden sind, ist, dass es im Grunde die ganze Bandbreite gibt von Personen, die ahnen, dass es sozusagen eine tödliche Bedrohung ist, bis hin zu Personen, die das so ein bisschen, die da denken, sie werden zur Zwangsarbeit deportiert, aber es würde schon nicht so schlimm. Also die Reaktionen sind eben so vielfältig wie die einzelnen Personen auch. Also es ist eine ganze Bandbreite. Man kann das, glaube ich, nicht so auf einen Punkt einer Erwartung oder eines gemeinsamen Kenntnisstandes bringen. Bitte schön. Ja, das wollte ich auch nochmal unterstützen. Zum einen zu der Erwartungshaltung. Hitler hat am 30. Januar 1939 vor dem Großdeutschen Reichstag mit der Vernichtung der europäischen Juden gedroht, das ist geradezu angekündigt, wenn die schon wieder einen Weltkrieg anzetteln würden, und hat 1942 5-mal das in seinen Reden, die alle hören mussten, wiederholt. Also zum einen war zu größter Sorge, Befürchtung Anlass, aber wie Babette Kinkert richtig sagt, den eigenen Tod sich vorzustellen, so fürchterlich. Denken Sie an
Totgeweihte, die Krebs oder ähnliche tödliche Krankheiten haben. Das ist so fürchterlich, dass dann ein Spektrum der Wahrnehmung des Zulassens, des Sich-Äußerns nicht also entsteht, sodass also eine einheitliche Bewusstseinslage natürlich nicht existiert. Das NS-Regime hat eigentlich versucht, die Leute zu täuschen, indem man sagte, ihr könnt eine Schaufel mitnehmen und so eine Täuschungsmanöver, die als Strohhalm dann von den Verzweifelten, die der Sache nicht entgehen können, auch zum Teil aufgegriffen wird. Eine große Ausnahme ist, das ist ein Dokument, der Münchner Benno Neuburger hat vor dem 23. Januar 1942 als neunte von 14 Postkarten eine Postkarte beschriftet, zu der Hitlermarke Mörder von 5 Millionen. Aber ich muss jetzt nochmal erinnern an die Frage, damit wir uns jetzt nicht an diesem Punkt, weil es gibt ganz unterschiedliche Fragen noch, dass trotzdem wir uns da nicht so aufhängen. Es scheint mir trotzdem so wichtig, weil das ja eine Grundsatzfrage ist, die Schüler schon aufgeworfen haben. Das ist ja nicht nur... Mich treibt diese Frage auch immer. Ja, und deswegen habe ich mir erlaubt, auf diese wichtige Frage einzugehen. Kurz und gut, also Bewusstsein, ich stimme beidem zu. Meine Frage ist jetzt die, diese Fotodokumente sind von so herausragender Bedeutung, weil wenn es denn 500 etwa wären, das ist ja gemessen, ja, die Frage ist, kommt ja. Wenn es 500 Fotos sind, ist das wenig, gemessen an der welthistorischen Bedeutung des Vorgangs. Sollte man nicht, das ist eine heikle Frage, eventuell auch sogar die Bereitschaft der Leute, Fotos zu liefern, stimulieren, sprich Geld. Weil ich finde, das ist natürlich immer eine ethische, psychologische, politisch heikle Frage, aber ich finde, wenn es der Sache dient, müsste man, ich sage ja nicht, dass ihr das machen sollt, aber wäre das eine Überlegung? Habt ihr das mal überlegt? Ja, aber wir sind bis jetzt noch nicht in dieses Dilemma gekommen, weil uns keine Fotos angeboten worden sind. Und ich glaube, das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass sehr viele Menschen, so wie ich, am Anfang meiner Überlegung von einem falschen Bild dieser Deportation ausgehen. Also ich sah sozusagen in meinem Auge Schäferhunde, Güterwaggons, SS-Bewachung. So, ne? Und wenn man mit dem Bild im Kopf das Fotoalbum des Urgroßvaters, des Großvaters, der Großmutter durchschaut, dann wird man nichts finden. Man sieht halt vielleicht nur so ein Foto, wie ich das gezeigt habe, aus Bielefeld, wo 8 Leute aus einem Waggonfenster quasi lächeln. Und für Berlin haben wir auch noch nichts gefunden. Da ist es vielleicht nur die Straßenbahn der BVG, die vom Monbijou-Platz losfährt. Und die ist ein bisschen voller als sonst. Ne, also, das zu erkennen, wenn es keine Beschriftung gibt, dann muss man auch noch dieses komische Sütterli lesen können. Manche sind ja so beschriftet. Ich glaube, das ist das große Problem. Also die Fotos sind vielleicht noch da, aber sie werden nicht gesehen als solche. Und uns deshalb leider nicht angeboten. Genau, das hört sich so ein bisschen an, als gäbe es so ein großes Konvolut, was so bewusst zurückgehalten wird. Ist es so? Also eigentlich ist es ja so, dass eigentlich so jetzt die Enkelgeneration, also das, was Petra Bob auch erforscht hat, im Grunde auf den Dachböden die Alben der Großväter und Großmütter gefunden hat und eigentlich sozusagen in den letzten 2 Jahrzehnten eine ganze Menge an die Gedenkstätten und Museen gekommen ist, an Fotos, an Alben. Und das wäre interessant, die Frage, ob es wirklich tatsächlich noch so viel, also außer jetzt Zufallsfunde, auf dem Dachboden. Vielleicht können wir nachher nochmal zu dem Spiel dann zurückkommen oder darauf kommen, ob es das wirklich gibt. Aber ich würde jetzt gerne nochmal weitergeben, das Mikro. Hier waren 3 Personen. Ich weiß nicht, wer zuerst war. Einigen Sie sich mal untereinander. Dankeschön. Ja, ich habe mal 3 kurze Fragen. Ich habe noch in Erinnerung, dass es doch eine Zeit gedauert hat, bis Hitler die Erlaubnis gegeben hat, das Drängen ein Jahr radikaler Gauleiter zur Aussiedlung freizugeben. Dann der Begriff der Deportation ist mir heute Abend noch etwas ungenau. Wir haben diese Frühphase der Deportation in die
sogenannten Ghettos. Riga habe ich in Erinnerung, Minsk, Lodz. Dann sind alle nach Theresienstadt gekommen. Wie lange hat diese erste Phase gedauert und wann setzt dieses mörderische Werk von Eichmann ein mit seinem Referat, wo er die Deportation federführend direkt in die Vernichtungslager leitet? Möglicherweise nach dem Holocaust-Befehl Dezember 1941. Vielleicht können Sie das noch mal so ein bisschen differenzieren. Und was ist Sinn und Zweck der Abschiebung in die Ghettos gewesen und dann die spätere brutale Aussiedlungsphase? Ja, und das sind sich überlagernde Prozesse. Der Begriff der Deportation als zwanghaft über die Grenze bringen definiert, wobei das mit den Grenzen ein schwieriger Punkt ist, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Also ganz klar die Deportation nach Gürs im Oktober 40 von den Gauleitern sozusagen ad hoc durchgeführt, nach Frankreich gehend, ist klar eine Deportation. 1938 die Abschiebung der polnischen Juden an die polnische Grenze wohl auch, die nehmen wir mit auf. Also dann hatten wir 38, 40 und 41 gibt es ja so, ich wollte gerade sagen wilde, aber... Kannst du ins Mikro sprechen wegen der Aufnahme? Entschuldigung, ja. 1940, 41 gibt es dann ja so auch wieder so regionale Deportationen. Dann die Entscheidung, mindestens 50.000 deutsche Jüdinnen und Juden zu deportieren in die Ghettos. Und das überlagert sich mit einem ganz anderen Prozess. Und der andere Prozess ist die seit 1938 im Raum stehende Frage, was machen wir denn mit dem Vermögen der Deportierten? Das mündet bekanntlich nach einem langen, wurstigen, bürokratischen Prozess in der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz, die wiederum sagt, wenn die die Grenzen übertreten haben. Da aber die Ghettos, wo die Deportationen erst hingehen sollten, Litzmannstadt, ich benutze mal den Begriff, ne? Ohne jetzt besser wissen, blablabla, also griff es nicht, also ein weiter. Das andere Problem ist dann, Auschwitz ist auch in den Grenzen des Deutschen Reiches zu dem Zeitpunkt. Deshalb wird Liban weiterhin nach Riga deportiert und erst ab September 42 deutsche Juden auch noch nach Birkenau. Und wir haben was sozusagen auch generell mit dem Morden festzustellen ist, sobald die Menschen dort ankommen, gibt es lokale Kräfte, die eigentlich gewillt sind zu morden, teilweise schneller gewillt sind zu morden als die Zentrale. Und darüber gibt es auch Streit, bis es dann Dezember 41 klar ist, ja. Aber es korreliert dann wiederum mit der Wannsee-Konferenz, der erste Transport, der befohlenermaßen systematisch umgebracht wird, ist 19. Januar 42. Und der Mann, der das ermorden lässt, fliegt dann nach Wannsee ein. Rudolf Lange. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen dargestellt, weil das sind wirklich so überlagernde, überlappende Prozesse, die diese Fotos im Sinne tatsächlich nicht alle einfangen, das ist klar. Genau, und da muss ich jetzt auch nochmal ergänzen, ein überlagernder Prozess ist natürlich auch, dass die Juden aus dem Deutschen Reich, die deportiert werden nach Riga oder Minsk, dass dafür die einheimischen Juden, um Platz zu schaffen, in Massenerschießungen umkommen. Also das muss man auch immer mitdenken, also dass es sozusagen Prozesse gibt, die zeitlich sich voneinander unterscheiden, je nach Gruppe, die man betrachtet. Bitte schön. Ja, guten Abend. Herzlichen Dank erstmal für den schönen, anschaulichen Vortrag, den Sie uns da gebracht haben. Ich hätte drei kurze Fragen. Zwei betreffen die Bilder, die Sie gesehen haben, und die dritte würde an die Person vorher schon anschließen. Ich fange mit den beiden Bildern an. Die Frage wäre die erste zu den lächelnden Kindern und Jugendlichen. Können Sie da was genauer zu sagen zu der Fotografie? Ist das gestellt? Ist das wirklich so? Weil wir hatten ja auch vorhin schon gehört, die wissen gar nicht teilweise, wo sie hinkommen. Dann lachen sie in die Kamera. Kann man dazu was sagen? Die zweite Frage wäre, warum werden Bilder aus Zügen geschossen, also in die Landschaft rein? Man sieht ja da nichts so richtig. Also was ist der Grund? Ist es einfach ein Anschauungsbild oder was ist der Kontext? Da vielleicht könnt ihr dazu was sagen. Und das dritte wäre, Sie hatten auch schon das Lager Izbica angesprochen. Ob Sie da noch was zu sagen können, auch im Hinblick auf die Fotografien, weiß man da vielleicht sogar mehr. Dankeschön. Die einfachste Frage. Ich glaube, das Foto aus dem laufenden Zug macht man einfach, weil man 6er-Film hat und dann alles drauf hat. Abfahrt, Fahrt, Ankunft, Haken hinter.
Und polnische Landschaft sieht anders aus als Ostwestfalen bzw. Westfalen, wo die Leute herkommen. So, ich glaube, ne? Und dass das Foto natürlich, weil der Zug fährt und bewegt und er das nicht mit einberechnet, nichts wird, ist eine andere Geschichte. Die Kinder, es sind ja sehr wenig Kinder, wenn man die Deportation von Jüdinnen und Juden anschaut. Also die Durchschnittsperson, die deportiert wird, ist eine 53 Jahre alte Frau. Und dass Kinder teilweise in die Kameras lachen, ist tatsächlich wohl Teil einer Kulturtechnik. So sehe ich das meistens. Also ich habe mich neulich ein bisschen beschäftigt, auch mit Fotos aus dem Warschauer Ghetto. Auch da sehen Sie Kinder, die gerade mit Verlaub am Verrecken sind und in die Kamera lächeln. Und ich denke, das ist Kulturtechnik. Ich kenne das von mir, dass ich auch schon, ich habe so viele Fotos, wo ich wirklich doof grinse, weil eine Kamera auf mich ist. Vielleicht kennen Sie sich das von sich auch. Ich glaube, das ist es im Wesentlichen. Es gibt manchmal Kinder, die nicht nur lächeln, sondern Zunge rausstrecken. Das fände ich spannender. Oder auch spannend. Also das ist dann ja wirklich, aber nur dieses Lächeln. Ja, und vielleicht ergänzen, dass es natürlich zu der Zeit einfach total aufregend ist. Also das ist ja ganz anders als heute. Das ist ja sozusagen was Selbstverständliches, fotografiert zu werden. Und das ist zu der Zeit tatsächlich eine ganz ungewöhnliche Situation noch. Also die viele vielleicht auch das erste Mal, ne, also man geht mit der Familie vielleicht ins Fotostudio, um ein Familienfoto zu machen, aber dieses Fotografieren auf der Straße als Teil des Alltags ist noch gar nicht so alt und deswegen ist es für viele einfach auch eine sehr Ausnahmesituation. Und vielleicht ergänzend, also wir haben selbst Fotografien von Propagandakompanie-Fotografen, die sowjetische Kriegsgefangene fotografieren und die lächeln in die Kamera. Also das ist nicht so selten, dass es eben eine freundliche, positive, lächelnde Reaktion gibt, wo man, wenn man den Kontext kennt, denkt, okay, das passt überhaupt nicht zusammen. Und es kann natürlich auch jederzeit den Befehl geben, jetzt lächel, du Arsch. Weil die Menschen mit Kamera haben, die in bestimmten Situationen sehr viel Macht. Und das ist gemein, aber es ist auch vorstellbar und das ist auch manchmal festhaltbar. Und die dritte Frage habe ich leider vergessen. Sorry. Sie hatten das Durchgangslager Isbisa angesprochen. Ah ja. Ja, das ist ja eins von diesen Lagern rund um Lublin, das in meiner Wahrnehmung die Menschen verschluckt. Die ursprünglichen Bewohnerinnen, jüdischen Bewohnerinnen werden ermordet. Und dann wissen wir auch gar nicht genau, was mit diesen 58 Menschen aus Eisenach passiert. Wir wissen nur, dass sie nicht überleben. Also ob sie dann in Isbisa selbst, das Wort Deutsche kennt gar nicht kein richtiges Wort, finde ich. Also sterben, ermordet werden, verrecken. Ist eigentlich alle, ne? Genau. Perish würde man in Englisch sagen, das finde ich besser irgendwie, aber egal. Aber das passiert denen, das widerfährt denen. Oder ob sie dann nach Majdanek gebracht werden oder vielleicht sogar nach Belges oder Sobibor. Ja. Und das finde ich eigentlich auch als Erkenntnis ganz gut. Und das habe ich auch mit den Schülern offen diskutiert, weil wir sehr oft immer sagen, wir wissen das alles. Und ich finde, die Fragezeichen, die wir haben, sind gut. Ich habe nur eine Frage und mich würde einfach wirklich interessieren, weil ich mich in der Uni über ein halbes, dreiviertel Jahr mit der ersten Wehrmachtsausstellung über die Kontroversen und Schwerpunkt Österreich befasst habe. Wie hat sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich so diese historische Untersuchung mit Fotos da entwickelt? Weil da ist ja auch gerade die Öffentlichkeitskommunikation zum Teil sehr schwierig gelaufen. Sie haben das so schön angedeutet, ja, da schrieb uns dann einer und dann sind wir in den Diskurs gekommen und haben gemerkt, ach, da könnte das so und so sein. Dass Sie mal so ein, zwei Schlaglichter, also diese Entwicklung der historischen, also fotografischen, wie sich das ein bisschen entwickelt hat. Ja, das ist abendfüllendes Thema, aber ich überlasse dir mal die Antwort. Darf ich mal ganz platt sein? Also das war natürlich die Initialzündung. Dann haben alle gesagt, boah, Fotos sind echt wichtig. Und viele sind immer noch dahergegangen haben und Fotos als Illustration benutzt, weil das ist so tief drin. Es gibt Gerhard Paul, der wirklich tolle Forschung gemacht hat, Klaus Hesse hat tolle Forschung gemacht.
Michael Wild hat immer mal wieder zu Fotos gearbeitet. Und inzwischen auch gibt es so einen Stamm von Leuten, die wirklich so einzelne Konvolute sich angucken, gut analysieren. Aber bis das zusammenkommt und bis wir, nee, ich formuliere es andersrum, positiv, man soll ja positiv, ich bin Pädagoge auch mal gewesen, also wir streben immer danach noch, sagen wir, 100 Fotos zu haben, der Shoah, die, von denen wir sicher wissen, wer sie gemacht hat, oder es gut sagen können, warum wir es nicht wissen können, wann sie gemacht wurden, was sie genau zeigen, die sozusagen safe sind für Lehrer, Lehrerinnen. Das wäre doch mal was. Das haben wir noch nicht. Aber danach streben wir. Ich argumentiere positiv. Und dass wir danach streben, sagt ja 25 Jahre nach der Wehrmachtsausstellung einiges. Genau, und ich glaube, die Ursprünge sind schon vorher, also ich würde dem zustimmen, dass das einen enormen Impuls gegeben hat. Also es gibt sozusagen, also wenn man österreichische Forschung mit einbezieht, Anton Holzer oder so, oder auch Sybil Milton, also dann kann man auch schon sozusagen, es geht auch schon vorher los, und ich würde sagen, es gibt inzwischen also ein großes Feld von fotohistorischen Forschung auch in Bezug auf diese Fotografien. Und es kommt immer mehr zusammen. Und ich finde, da euer Projekt ist ja auch ein super Beispiel dafür, das damit auch nach außen zu gehen und diesen Vermittlungsaspekt sehr ernst zu nehmen und ein anderes Publikum zu erreichen. Und da würde ich nämlich jetzt zum, ich sehe keine Fragen mehr, ich würde, ups, zwei Fragen noch, okay, gut, wir überziehen. Ich würde gerne, das können wir auch nach Ihren Fragen machen, aber ich würde es gerne noch einmal sagen, ob du noch mal was zu dem Spiel sagen könntest am Schluss. Weil das ist ja sozusagen, wie können wir uns das vorstellen einerseits, und das ist ja ein Instrument, was ganz doll auf eine Zielgruppe SchülerInnen zielt. Ist das richtig? Und was das, genau, was das Ziel ist dieses Spiels. Und bevor ich mir das beantworten lasse hier, weil ich habe ja die Macht auf dem Podium, gebe ich aber jetzt mal eben, und vielleicht sammeln wir die beiden Fragen, damit wir dann einmal hier vorne und einmal, genau, das Mikro ist schon da. Ich habe nur eine kurze Frage, die lässt sich vielleicht auch schnell beantworten. Alles, was wir sehen, das sind sicherlich Abzüge, Papierabzüge. Seid ihr vielleicht auch Negativen begegnet, wo man eben nicht schon diese Vorauswahl hat, welches Foto nehme ich, welches vergrößere ich, sondern wirklich, wo man so die rohen Fotos hat. Ja, ja, komme ich gleich. Ja, zweite Frage. Ich wollte noch mal was fragen nach der Zusammensetzung des Konvoluts. Also das sind offensichtlich nach der Auswahl hauptsächlich Täterfotos, wenn ich das richtig sehe, was aber noch nicht unbedingt was sagt, ob das tatsächlich insgesamt so für die vorhandenen Fotos ist, weil zu viel noch fehlt und eben nicht zugeschickt wurde. Also wir haben hauptsächlich diese Seite. Gibt es da was Genaueres zu sagen über die Fotografen? Sind die in der Regel dann zu ermitteln? Das würde mich noch interessieren. Und dann noch zu den Zusammensetzungen der Deportationen. Das Foto mit den Jugendlichen sieht aus, als wären das junge Leute, die von irgendwoher zusammen verhaftet wurden, vielleicht aus einem Hascharalager oder sowas ähnliches. Und kann man dazu noch was sagen? Also weil die anderen sind hier in Familie deportiert. Also ob es da noch irgendwie auch genauere Schlüsse gibt, die man anhand der Fotos ziehen kann. Okay. Es gibt einen Film und der ist gerade uns angekauft worden, nicht durch uns, und den dürfen wir bald sehen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das wird das erste Mal, dass ich Negative sehe. Aber Fotonegative oder Filmnegative? Also ein Negativstreifen, ja. Ein Rollfilm, ja. Also. Fotonegative. Ja, genau. Also noch eine Frage, es gibt ja auch Bewegtbildnegative. Ja, ich kann es gerade nicht hören. Okay, gut. Also das zu deiner Frage. Naja, also wenn man 60 Städte hat, dann ist das schon eine empirische Grundlage, denke ich, die was ist, die herhalten kann. 60-65% polizeinah. Und jetzt mal aus dem Bauch, sind noch nicht ganz fertig, weil wir noch nicht alles fertig haben,
25% so Stadtchronisten, 30%. Die örtlichen Knipser teilweise, die einfach sagen, hey, in dem Kaff fotografiere ich immer, aber teilweise auch die Nazi-Bildstellen, ob Männer. Und dann 4-5% eher Knipser aus dem Umfeld. Zu Bremen ist schon eingearbeitet, ist eben anders auch zu sehen. Ja, ist deine Vermutung richtig. So, zum Spiel. Ich werde ja langsam ein bisschen müde. Ich habe auch Lust auf ein kaltes Getränk. Insofern halte ich das sehr, sehr, sehr kurz. Das Spiel ist im Prinzip der Traum einer jeden Historikerin, eines jeden Historikers, ein Dachbodenfund. Man geht in diesen virtuellen Dachboden rein, bekommt die Aufgabe, einen Blog zu schreiben, sucht dann Dokumente, sucht Fotos zu dieser Serie, die ich gerade gezeigt habe, tippt das ein in das Notizbuch, das man konfektioniert, also einen Namen draufschreibt, und dieses Notizbuch generiert dann einen Beitrag unter deinem Namen und den kann man dann ausdrucken und vergleichen. Also Babette sieht andere Sachen als Christoph, dann wird der Beitrag von Babette anders sein als der Beitrag von Christoph. Und wir können die nebeneinander legen und ich kann dann Babette fragen, sag mal, wo hast du das gefunden? Genau, also ich empfehle Ihnen das alles, das einfach mal auszuprobieren auf der Website von Lars Zien und da selber auf dem Dachboden zu recherchieren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christoph für diesen tollen Vortrag und die Diskussion, natürlich auch bei Ihnen für die vielen klugen und durchdachten Fragen. Und bevor Sie jetzt bei einem kalten Getränk noch weiter ins Gespräch kommen können, möchte ich gerne auf unsere zweite Begleitveranstaltung verweisen zu der Albert-Diekmann-Ausstellung. Und zwar ist die am 26. September und da haben wir Michael Löwenstein vom Filmmuseum in Wien eingeladen, der uns etwas zu den Filmdokumenten der Alliierten erzählen wird, die in den befreiten Lagern und an anderen Verbrechensorten aufgenommen wurden. Ich bedanke mich bei Ihnen allen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.